So, wir sind live. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten RockTV-Folge im neuen Jahr. RockTV-Folge 205 findet heute statt. Ich freue mich, dass es wieder losgeht im neuen Jahr. Willst du werden gescheit und schlau? Schaust am Sonntagabend RockTV und genauso ist es wieder. Herzlich willkommen. Ich sehe schon die Ziffer der Zuseher nach oben wandern. Wie immer aber nicht die Namen, von daher freue ich mich über kleines Hallo. Ich hoffe, jedem von euch geht's gut. Ich darf euch im neuen Rocksports Studio begrüßen. Für die, die bei meinen beiden Live-Sendungen heute und gestern in der neuen Rocksports Facebook-Gruppe dabei waren, die kennen diesen Hintergrund schon. Für die, die bei RockTV dabei sind heute, die kennen ihn noch nicht, von daher herzlich willkommen. Ich sehe schon, die Susanne ist mit dabei. Schönen guten Abend, freut mich, dass du da bist. Ja, RockTV, für die, die es nicht kennen, das ist das wöchentliche Live-Format. Hier teile ich Themen, die mich selbst extrem bewegen. Themen, wo ich merke, die kommen aus der Rocksports-Gemeinde. Die sind für viele Menschen was Bewegendes. Dementsprechend, ja, gibt es da jeden Sonntag Inputs aus der Praxis. Ich habe nicht das Ziel, theoretische Abhandlungen zu machen und irgendwas zu erzählen, was nicht praxisrelevant ist, sondern mir ist es wichtig, ich bin selbst Praktiker, wie kann man komplexe Inhalte möglichst gut verständlich transportieren, damit man das, wenn die RockTV-Folge fertig ist, zu Hause direkt umsetzen kann. Das ist irgendwo das Ziel dahinter. Von daher, herzlich willkommen und ich schlage dann vor, wir starten direkt los, aber noch ein Blick in die Kommentare. Der André ist da. Hallo Chris, gut schaust du aus. André, ich sehe dich nicht, aber du schaust bestimmt noch viel besser aus. Danke für die Blumen. Ja, um was geht's heute? Heute bei RockTV, die erste Folge des Jahres, ist das Thema meine Learnings aus dem Jahr 2021. Ich bin ein ganz großer Fan davon, regelmäßig zu reflektieren. Reflexion bedeutet, gibt's übrigens auch eine eigene Rockcast-Folge, der Rocksports Podcast. Einfach vorbeischauen auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter und dort in der Suche Reflexion eingeben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, beispielsweise im Journal einfach regelmäßig zu reflektieren. Nur wenn ich regelmäßig den Blick zurück wage oder mache und mir das Ganze ein bisschen vor Augen führe, nur dann kann ich im Grunde aus diesen vergangenen Geschehnissen Erkenntnisse ableiten und in der Zukunft etwas besser machen. Und nur dadurch, durch diesen Kreislaufprozess, kann ich mich verbessern. Wir werden jetzt dann noch kurz im Detail darauf eingehen. Und genauso mache ich für mich persönlich jedes Jahr, dass ich trainingstechnisch, das haben wir auf der linken Seite, und auch ernährungstechnisch einen Rückblick mache und schaue, okay, was ist denn gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen? Was ist ernährungstechnisch gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Und von diesen Punkten ziehe ich mir die Erkenntnisse raus und damit starte ich ins neue Jahr. Und für die, die meine Mindset-Learnings gerne hören möchten, wie gesagt, direkt auch im Rockcast vorbeischauen. Auch dafür gibt es eine eigene Folge. Wird ganz gut geklickt, dass die Statistiken zu zeigen. Das heißt, bitte einfach vorbeischauen. Und ich persönlich liebe es, wenn gerade zum Jahresende die Leute, denen ich folge, genau solche Jahresrückblicke machen und ihre Fehler, ihre Herausforderungen, ihre Probleme schildern und wie sie damit umgegangen sind. Und dementsprechend habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich genau das Gleiche mache. Und mein Ziel ist es, dass ich für euch einen Mehrwert schaffen kann. Das heißt, bitte lasst mal euer Feedback laufend in der Folge da, ob ihr damit was anfangen könnt. Denn das ist im Grunde, ja, mein Ziel von dem Ganzen. So, jetzt noch zwei Punkte. Punkt Nummer eins. Diese Folge wird auch in ein paar Tagen dann auf dem Rocksports YouTube-Kanal raufgestellt. Bedeutet, man kann den Stream auch immer wieder anschauen. Punkt Nummer zwei, für die, die sagen, ich möchte gerne ein Foto von diesem Whiteboard haben, bitte einfach einen Kommentar runterschreiben oder wie gehabt eine Nachricht an mich. Dann schicken wir dieses Foto entsprechend an euch dann retour. So, lang genug herumgesubbelt, jetzt starten wir direkt ins Thema los. Vorher noch ein Blick in die Kommentare. Die Angelina ist mit dabei. Wir haben uns heute schon zumindest digital gesehen. Die feine Nicola ist auch mit dabei. Herzlich willkommen. Ja, ich schlage vor, wir starten direkt los. Wir haben hier auf der linken Seite meine Trainings-Learnings. Wir haben auf der rechten Seite das Thema Ernährung. Ich werde immer wieder gefragt. Für die, die mich auf Instagram oder auf Facebook in den Stories verfolgen, die sehen immer wieder Einblicke in mein Training, die sehen Einblicke in meine Ernährung.
und fragen dann immer, hey Chris, wie machst du das, wie machst du das, wie machst du das? Dementsprechend habe ich gedacht, wir steigen heute ein bisschen ins Detail ein. Ich habe sehr, sehr viele Erkenntnisse letztes Jahr gehabt, aber das sind im Grunde die gehören zu den wichtigsten. Denn ich bin jemand, der immer herumexperimentiert. Ich möchte mich immer Stück für Stück weiterentwickeln und dementsprechend muss ich viel probieren. Viele Dinge funktionieren nicht gut, viele Dinge dann wieder schon und genau die funktionierenden Dinge, die nehme ich mal her und mit denen arbeite ich dann weiter. So, Punkt Nummer 1 in der Trainingsspalte, die Tagesverfassung. Für die, die heute in der geschlossenen Facebook-Gruppe schon dabei waren, mehr Gesundheit, Energie, Motivation, das Ganze ohne Verzicht, trotz vollen Terminkalender, so heißt die Gruppe, die haben dieses Diagramm heute schon gesehen und das möchte ich euch dann noch einmal kurz aufzeichnen. Und zwar die Tagesverfassung bedeutet, wenn ich im Training bin, völlig egal, ob ich jetzt Kraftsportler bin, ob ich Ausdauersportler bin, völlig egal. Ihr werdet schon einmal festgestellt haben, dass nicht jede Trainingseinheit gleich gut läuft. Im Sinne von, einmal bin ich ein bisschen stärker, einmal bin ich ein bisschen schwächer. Einmal läuft es richtig gut, einmal komme ich einfach nicht in die Puschen und der Dampf ist nicht richtig da. Ich kenne das zum Beispiel vom Krafttraining. Ich habe meinen Trainingsplan und weiß genau, okay, heute müsste ich theoretisch das und das bewegen an Gewicht, aber die Tagesverfassung lässt es einfach nicht zu. Und wenn wir das Ganze jetzt grafisch symbolisieren, wir haben hier auf der X-Achse die Zeit, wir haben hier den Fortschritt, nennen wir das jetzt, sprich der Trainingsfortschritt. Und der Trainingsfortschritt, der verläuft nicht klassisch in einer Progression linear, zum Beispiel so, sondern der Trainingsfortschritt, der läuft unkonstant, wenn man das so bezeichnen kann. Sprich, es geht einmal nach oben, dann geht es wieder nach unten, so zickzack sozusagen. Das heißt, es gibt einmal Momente, wo es gut läuft, es gibt aber Momente dann wieder, wo es schlecht läuft. Und beim Training habe ich das früher immer so gemacht, wenn es Tage gab, wo es einfach nicht gut läuft. Und da würde es mich einmal interessieren, kennt ihr diese Momente, wenn es im Training einfach einmal nicht so gut läuft, wo man zwar voll motiviert ist, man kommt ins Training rein, aber irgendwie geht nichts weiter. Wäre mal interessant, ob es nur mir so geht oder ob ihr das auch kennt. Ja? Und wenn ihr das kennt und man ist zum Beispiel hier an so einer Situation, wo es gerade bergab geht, das ist das heutige Training, wo man dann merkt, boah, heute sollte ich eigentlich viel, viel mehr schaffen. Aber irgendwie ist die Power nicht da. Dann habe ich früher immer, und das ist ein Mindset-Thema, früher immer gesagt, boah, Christ, heute bist du richtig schwach, heute tut sich gar nichts, vielleicht machst du trainingstechnisch irgendwas falsch und so weiter. Sprich, man hat sich dann in eine Mindset-Spirale reingeredet, wo man dann gesagt hat, okay, man wird unsicher, vielleicht funktioniert irgendwie was nicht so, wie man sich das vorstellt. Was ich mir für dieses Jahr mitgenommen habe und auch letztes Jahr schon gut gelebt habe, ist, dass ich auch in Momenten, wo das Training einfach nicht so gut läuft, trotzdem meine 100% gebe. Das heißt, 100% im Sinne von, ich gebe Vollgas im Training. 100% all das, was ich heute machen kann, das gebe ich heute. Und da ist aber gut zu wissen, 100% ist nicht gleich 100%. Das heißt, 100% zum Beispiel an einem Tag, wo einfach die Tagesverfassung top ist, ist was anderes als 100%, wo die Tagesverfassung nicht so gut ist. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass man zu jedem Trainingsmoment einfach Gas gibt und Vollgas das Ganze durchführt. Natürlich immer mit Rücksicht auf das Körpergefühl. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Tagesfassung muss man berücksichtigen. Und wenn es einmal nicht so gut läuft, dann nicht einfach der Verstand da oben dem zuhören, wenn der sagt, aber heute bist du wieder richtig schlecht und so weiter, sondern einfach von vornherein das akzeptieren, dass das Training nicht immer progressiv in der Leistung steigen wird, sondern dass es auch einmal Abwärtsbewegungen gibt. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann hat man im Grunde die Enttäuschung, unter Anführungszeichen, durch vielleicht nicht so gute Trainingsleistungen, die hat man im Grunde schon einmal abgehakt, weil man weiß, okay, es kann nicht immer aufwärts gehen. Es ist das Gleiche bei der Wirtschaft. Es kann nicht immer aufwärts gehen. Es gibt auch wieder Abwärtsbewegungen. Das ist auch in der Natur so. Beispielsweise die Jahreszeiten. Es kann nicht immer nur Frühling sein und alles mehr blühen. Ne? Es verblüht irgendwann, dann kommt der Winter und dann fängt wieder alles von neuem an. Stück für Stück für Stück. Und genauso ist es auch im Sport und das einfach bewusst zulassen, dem Körper die Zeit geben. Punkt Nummer 1. Frage in die Runde. War das bisher verständlich? Lasst mir mal ein Feedback da, wie es euch damit geht. Punkt Nummer 2, stetige Weiterentwicklung.
Stetige Weiterentwicklung, was meine ich damit? Non, Annette. Weiterentwicklung durch Reflexion, was meine ich damit? Im Grunde, das eigentlich ein gutes Zeichen dafür. Das ist mein Trainingsjournal. In diesem Trainingsjournal ist im Grunde jedes einzelne Training, das ich durchführe, drinnen, inklusive der Beschreibungen, wie es mir an dem jeweiligen Tag gegangen ist. Vielleicht hat es gewisse Erkenntnisse gegeben, vielleicht hat irgendwas nicht so gut funktioniert. Für die Leute, die mich regelmäßig verfolgen, die wissen, ich bereite mich oder mache seit Jahren jetzt Wettkämpfe im Powerlifting bzw. Kraft-Dreikampf. Und da ist natürlich das Ziel, immer weiter das bewegte Gewicht nach oben zu bewegen. Und da muss man sich natürlich stetig weiterentwickeln. Und die stetige Weiterentwicklung geht nur, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, wenn man sich stetig reflektiert und die Erkenntnisse herauszieht und sagt, okay, war das gut, war das schlecht? Wenn es gut ist, behalten wir es bei. Wenn es schlecht war, dann schauen wir, dass wir Alternative finden. Da gibt es ja ein schönes Modell und das bedeutet, es gibt eine Aktivität, die wir setzen. Aktivität, zum Beispiel, ich etabliere einen neuen Trainingsplan. Wenn ich diesen neuen Trainingsplan etabliere, das ist meine Aktivität. Mit dieser Aktivität bekomme ich gewisse Erkenntnisse. Das heißt, ich merke zum Beispiel, okay, dieser Trainingsplan, der funktioniert eigentlich ganz gut. Ich mache regelmäßig Fortschritte. Das kann eine Erkenntnis sein. Die Erkenntnis kann aber auch sein, okay, durch den neuen Trainingsplan geht es mir weniger gut als vorher. So, und diese Erkenntnisse, auf Basis dieser Erkenntnisse mache ich dann meine Anpassung. Und somit schließt sich der Kreis. Mit diesen Anpassungen starte ich wieder in meine Aktivitäten rein. Dann geht es weiter. Mit diesen neu gesetzten Aktivitäten mache ich wieder Erkenntnisse. Ich merke, okay, geht es gut oder geht es schlecht? Wenn es gut geht, mache ich damit weiter. Wenn es weniger gut geht, versuche ich wieder Anpassungen zu machen. Und dann starte ich wieder weiter. Und dieser Kreislauf, das ist genau der, der mich hier Stück für Stück nach oben bringt. Das muss das Ziel sein. Und diese stetige Weiterentwicklung geht im Grunde, und ich habe es hier auch noch liegen, nicht nur mit meinem Trainingsjournal, sondern auch mit meinem Mindset-Journal. Da stehen meine Gedanken drinnen, da stehen meine persönlichen Herausforderungen drinnen, meine Erkenntnisse drinnen. Und hier im Trainingsjournal steht genau drinnen, wie ich an welchen Tagen trainiert habe, welche Erkenntnisse es gibt. Man sieht, hier stehen nicht nur die bewegten Gewichte, sondern es steht auch relativ viel Text dabei. Und das sind im Grunde genau diese Erkenntnisse, die ich mir notiere. Und auf Basis dieser Erkenntnisse mache ich dann wieder Anpassungen von meinem Trainingsplan. Und so schaffe ich es, mühsam nähert sich das Eichhörnchen, Schritt für Schritt die Verbesserung zu machen. Denn, der Albert Einstein hat schon gesagt, die größte Form des Wahnsinns ist es, wenn ich immer das Gleiche mache, aber hoffe, dass sich was ändert. Das heißt, wenn ich immer den gleichen Trainingsplan mache beispielsweise oder immer den gleichen Ernährungsplan verfolge, dann wird sich auch nur das verändern, was dieser Ernährungsplan bewirkt, aber nicht mehr. Das heißt, ich muss mich anpassen, damit auch die Ergebnisse anders werden. Das ist sowohl das, was da oben im Mindset ist, aber natürlich auch im Training. So, jetzt schauen wir mal in die Kommentare. Wie schaut's aus, liebe Leute? Ist es bisher verständlich? Gibt's Inputs? Gibt's Erfahrungswerte? Ich freue mich auf eure Erfahrungen, denn miteinander können wir da coole Sachen ausdiskutieren und ich freue mich da auf eure Inputs. Sind die Sachen bisher verständlich oder habt ihr Erfahrungswerte? Ich freue mich auf eure Inputs. So, das war im Grunde jetzt der zweite Punkt. Punkt Nummer eins, Tagesverfassung. Punkt Nummer zwei, die ständige Weiterentwicklung. Der Prozess, der kontinuierliche Verbesserungsprozess. So, das war jetzt im Grunde mal meine zwei Learnings im Training. Jetzt wird man sich vielleicht denken, okay, ja, so dramatisch ist das aber gar nicht. Ja, aber es sind oftmals genau diese Erkenntnisse, obwohl ich so viel herumprobiert habe, genau diese Basics, diese Grundlagen, die am Ende des Tages dann die Ergebnisse bringen. Und für die Leute, die mich auf Instagram oder auf Facebook auch in den Stories, wie gesagt, verfolgen, wo man den Trainingsfortschritt sieht, da hat sich über die letzten Jahre richtig viel getan, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, intensiv zu trainieren, Leistungssport zu machen, aber das dabei nicht Raubbau am Körper zu betreiben, sondern trotzdem gesund bleiben, sich wohlfühlen, vital fühlen. Darum geht's mir. So, jetzt starten wir mal auf die zweite Seite, und zwar das Thema Ernährung.
Meine Ernährungserkenntnisse. Punkt Nummer 1 war für mich das Ernährungstiming. Ernährungstiming bedeutet jetzt nicht im Sinne der klassischen Ernährungspyramide, die ich euch schon einmal vorgestellt habe von Eric Helms, wann ich generell im Alltag das esse, sondern mit Ernährungstiming spiele ich hier speziell auf das Training ab. Ihr kennt vielleicht diese Erfahrung, wenn ihr im Training seid und merkt, okay, heute habe ich den ganzen Tag nicht vernünftig gegessen. Ich fühle mich irgendwie ausgelaugt. Dementsprechend sind dann auch die Ergebnisse im Training. Sprich, ich habe einfach nicht die Power, dass ich richtig Gas geben kann. Dann gibt es aber wieder andere Tage, wo du über den Tag verteilt genügend getrunken hast, genügend gegessen hast und plötzlich ist im Training dann wieder deutlich mehr Energie da. Egal, ob du jetzt Läufer oder Läuferin bist, ob du jetzt Kraftsport betreibst, Bodybuilding, völlig egal. Aber was wichtig ist, ist das Ernährungstiming. Damit meine ich, und das ist mein konkretes Learning, bei mir sind es in etwa 2,5 bis 3 Stunden, 2,5 bis 3 Stunden vor dem Training. Das ist der Zeitraum, wenn ich in diesem Zeitraum davor ausreichend Nährstoffe zuführe, dann weiß ich, okay, ich bin im Training dann leistungsfähig. Wenn ich jetzt 4, 5, 6 Stunden lang zu wenig esse oder vielleicht sogar nichts esse und dann ins Training gehe, dann weiß ich automatisch, dass nicht der Kraftstoff da ist, den der Körper braucht, um wirklich Vollgas zu geben. Das heißt, und das ist meine Empfehlung auch an euch, wenn ihr plant, ins Training zu gehen, dann schaut bitte auch, dass ihr vor dem Training ausreichend Nährstoffe zugeführt habt. Ohne Nährstoffe funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt wieder die Analogie des Autos bemühe, das Auto funktioniert ohne Sprit nicht. Wenn ich 200 Kilometer fahren möchte, aber nur Sprit für 100 Kilometer getankt habe, dann werde ich irgendwo ein Problem bekommen. Wenn ich jetzt richtig Gas geben möchte im Training, aber den ganzen Tag nichts Vernünftiges esse, dann werde ich zu einem Problem kommen. Das nächste ist aber auch, wenn ich dann zu knapp vorm Training esse, und das kennt ihr vielleicht auch, vor allem die, die gerne laufen gehen oder die so wie ich Kraftsport betreiben mit dem Gewichthebergürtel. Wenn ich zu knapp vorm Training gegessen habe, was ist der Fall? Der Fall ist, dass der Magen noch voll ist, beziehungsweise die Verdauung noch in vollem Gange ist. Und die Verdauung, wenn da noch was drinnen ist im Magen, und ich laufe beispielsweise durch die stetige Bewegung, kann es passieren, dass man unwohl wird, beziehungsweise im Kraftsport kann es passieren, durch die extreme Anstrengung durch den Gewichthebergürtel, dass schlicht dann einfach das nach oben irgendwie rauskommt, weil einfach der Druck so stark ist. Dementsprechend das Ernährungstiming, die richtige Dauer der Ernährungszufuhr vor dem Training, die bringt im Grunde sehr, sehr viel. Weil nur wenn das zu 100% passt, kannst du auch im Training zu 100% richtig Gas geben. Und das ist, ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig. So. Genau. So, ich sehe, heute ist in den Kommentaren verdächtig ruhig. Ist das alles klar soweit? Oder stecken da die Kommentare? Das haben wir leider letztens auch erlebt. Das heißt, lasst mal ein Lebenszeichen da. Ah, da kommt schon eines. Jetzt haben wir es aktualisiert, die Ansicht. So, der liebe André schreibt, verständlich erklärt, super Tipps mit den Notizen zum Training. Vor allem kann man bei Rückschlägen in den Notizen schauen, wie man aus dem letzten Rückschlag wieder rausgekommen ist. André, sehr, sehr geiler Input. Genau das ist es. Das habe ich so in dieser Deutlichkeit nicht gesagt. Wenn ich im Training bin und mich da versuche, Stück für Stück zu verbessern, wenn ich eine neue Aktivität gesetzt habe, irgendwas im Trainingsplan geändert habe, dann eine Erkenntnis gesammelt habe und die Erkenntnis ist zum Beispiel so, wie der André jetzt geschrieben hat, ah, eigentlich funktioniert es nicht wirklich gut, du hast das jetzt Rückschlag genannt. Naja, dann kann ich wieder anpassen. Das kann ich aber nur dann, wenn ich regelmäßig Buch führe und weiß, was ich geändert habe. Ihr kennt es vielleicht auch. Wir drehen oftmals an so vielen Rädchen, dass man dann nach 2, 3, 4 Tagen gar nicht mehr weiß, okay, ich habe was verändert, aber was habe ich denn verändert? Was hat denn die Ursache oder was war denn die Ursache für diesen Rückschlag, wie es der André jetzt genannt hat? Extrem geiler Punkt, André. Herzlichen Dank. Dann schreibt er weiter, vielleicht war es mangelnde Regeneration oder schlechte Ernährung.
Notizen schärfen den Fokus und wirken Entmutigung entgegen. Funktioniert wie eine Feinjustierung. Genau so ist es. Bei mir im Trainingsjournal beispielsweise steht auch drinnen, wie ich mich vor dem Training ernährt habe. Auch da habe ich wieder unterschiedlich getestet und probiert, welche Makronährstoffkombinationen funktionieren besser, in welcher Reihenfolge, welche Dauer vor dem Training. All das wird auch hier notiert. Und wenn ich das tue, dann kann ich genau diese Feinheiten hernehmen und mich Stück für Stück verbessern. Genauso wie man es hier im Diagramm aufgezeichnet hat. Sehr, sehr geiler Input, André. Vielen herzlichen Dank. Der Angelina schreibt, alles verständlich bisher. Naja, perfekt. Vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. So, das heißt, das war jetzt das Thema Ernährungstiming. Und da gibt es so ein schönes Sprichwort, das sagt, du bist im Training nur so gut, wie du vor dem Training gegessen hast. Es ist ja heutzutage das Intermittent Fasting sehr, sehr modern. Die Studienlage ist sehr, sehr, sagen wir mal, zweigeteilt. Wenn Intermittent Fasting für euch ein interessantes Thema ist, schreibt mir das unten rein, dann machen wir da mal eine eigene Rock-TV-Folge dazu. Auf alle Fälle, wenn man beispielsweise den halben Tag gefastet hat und dann ins Training reingeht, dann kann man im Grunde nicht davon erwarten, dass der Körper volle Power hat. Wenn beispielsweise die Kohlenhydratspeicher leer sind und ich trainiere, ist wieder ein extremer Stressfaktor für den Körper. Das kann wieder die Regeneration beeinträchtigen. Das heißt, am Ende des Tages, der Ofen braucht Holz, das Auto braucht Sprit, der Körper braucht Nährstoffe. Irgendwie muss das funktionieren. Und wenn ich ein gutes Training haben möchte und am Ende des Tages muss ich mir klar sein, das Training, den Reiz, den ich da setze, das ist der Reiz, den der Körper, an dem sich der Körper dann anpasst. Wenn ich jetzt nicht gescheit trainieren kann, dann ist der Reiz nicht so groß, dass sich der Körper auch wirklich so anpasst. Aber in der Regel haben wir ja sportliche Ziele. Das muss nicht immer Leistungssport oder Wettkampfsport sein. Aber wenn ich einfach fitter werden möchte, dann möchte ich natürlich, dass das Training so effizient wie möglich ist. Und wenn ich ein effizientes Training haben möchte, dann gehören da natürlich auch entsprechend die Nährstoffe dazu. Ich hoffe, diese logische Kette ist soweit verständlich. So, jetzt schauen wir uns den zweiten Punkt an bei der Ernährung. Und das ist etwas, das ich immer, immer wieder sage, das ich auch immer im Hinterkopf habe. Aber ich muss den Punkt wieder wiederholen, weil er auch letztes Jahr 2021 mir wieder untergekommen ist. Und zwar, kümmert dich um die Grundlagen. Kümmere dich um die Basics niemals aus den Augen lassen. Und die Basics sind ernährungstechnisch, egal mit was man sich spielt. Ich habe letztes Jahr unterschiedliche Diäten probiert. Kann man in der Rocksports Facebook-Gruppe Dein Leben, dein Sport nachverfolgen. Da habe ich fast alle Wettkampfdiäten mit dokumentiert. Ich habe verschiedene Fastenprotokolle probiert. Ich habe verschiedene Makronährstoffmengen getestet, sprich Kohlenhydrate mehr, Kohlenhydrate weniger, Protein mehr, Protein weniger und so weiter. Ich habe extrem viel getestet. Ich bin aber dann immer wieder zurückgekommen auf die Basics, sprich die Grundlagen, die ich brauche. Was sind die Grundlagen? Die Grundlagen, die ich brauche, ist ganz, ganz einfach. Protein ist Punkt Nummer 1. Das war in meinem Fall 2 Gramm, meistens 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist sozusagen die typische Menge, die auch aus der Sportwissenschaft oder aus der Ernährungswissenschaft empfohlen wird. Das heißt, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Bei meinem knapp 100 Kilo sind das in etwa 200 Gramm Protein pro Tag. Das ist der Basic. Das sind die Basics. Das zweite ist dann ausreichend Flüssigkeit, Nonanät, ausreichend Wasser. Klassisch, wenn ich zu wenig trinke und der Körper einfach zu wenig, ich nenne es jetzt einmal Motoröl unter Anführungszeichen, wenn ich wieder diese Analogie bemühe. Wir bestehen zum größten Teil aus Wasser. Der zweithäufigste Bestandteil ist dann Protein. Natürlich, wenn Wasser das häufigste, der größte Bestandteil unseres Körpers ist, dann muss ich den regelmäßig zuführen. Wenn ich zu wenig trinke, naja, ich werde nicht sofort tot umfallen. Ich muss mir aber dessen bewusst sein, dass einfach der Prozess, die ganzen Stoffwechselprozesse nicht so ideal laufen können, wie sie es vielleicht könnten. So, wenn ich jetzt nicht gescheit esse, dann sind wir wieder bei dem Thema, dann kann ich nicht so intensiv trainieren. Wenn ich nicht so intensiv trainieren kann, naja, dann ist die Effizienz, die ich mir vom Training erwarte, nicht so gut. So, Protein, ausreichend Wasser, dann schreibe ich da bewusst her Grünzeugs.
Grünzeugs im Sinne von, ich beispielsweise, ich liebe Kartoffeln, Gemüse, alle Farben durch. Und damit, diese Punkte stehen für mich einerseits für Ballaststoffe, ist gut für die Verdauung, auf der anderen Seite für Mikronährstoffe, sprich Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Das sind alles die Dinge, die einfach der Körper braucht, die kleinen Helferchen, die, ja, wie soll ich sagen, dem Körper dann einfach beim Arbeiten helfen, damit das Werkel einfach rund läuft. Protein, Wasser, Grünzeugs, ja, das geht natürlich noch ein bisschen weiter, beispielsweise gesunde Fette, Kohlenhydrate und so weiter. Aber in Wahrheit sind all das die Grundlagen, die Basics, die man, ja, wie soll ich sagen, einfach, die man eh alle wissen. Ne? Was will ich mit diesem Punkt damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir Menschen, und da schließe ich mich nicht aus, uns oftmals in irgendwelchen Ernährungsdetails verlaufen, die uns dann oftmals von diesen Basics, von den Grundlagen ablenken. Sprich, wir verlieren dann diese Grundlagen aus den Augen. Und irgendwann kommen wir dann wieder drauf, okay, jetzt bin ich so weit weg, wenn ich jetzt einfach wieder zwei Schritte zurückgehe und mich um die Grundlagen kümmere, plötzlich funktioniert das wieder. Und allein wenn du diese Grundlagen machst, das ist wie das Fundament des Hauses. Wenn ich ein starkes Fundament habe, dann kann ich auch groß und gut aufbauen. Wenn das Fundament wackelig ist, wenn die Grundlagen nicht passen, wenn ich viel trainiere, aber einfach zu wenig Protein zuführe, oder wenn ich viel trainiere, aber einfach zu wenig trinke und so weiter, dann kann das Ganze nicht so funktionieren. So, schauen wir mal in die Kommentare. Der Heino schreibt, mag Füße, Männer mag ich auch gerne. Ja, Heino, das freut mich, dass du da mit dabei bist. Aber wenn du diese Vorlieben hast, dann bist du hier bei RockTV falsch. Ich freue mich trotzdem, dass du mit dabei bist. Ja. So, das war Punkt Nummer 2. Und jetzt habe ich noch einen Punkt mitgebracht, der im Wesentlichen beide Seiten betrifft. Deshalb habe ich ihn hier in die Mitte geschrieben. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder feststelle, bei, ja, den ich immer wieder feststelle bei Menschen, die, na, ich stelle es bei mir fest, ich stelle es in Wahrheit bei allen fest, ich stelle es bei denen fest, die mich regelmäßig kontaktieren. Das heißt, das ist, glaube ich, einfach in der Natur von uns Menschen, wenn wir uns stetig weiterentwickeln, wir arbeiten uns in bestimmten Bereichen vor, aber irgendwann müssen wir dann wieder das Gleichgewicht zwischen allem finden. So, das ist jetzt ein bisschen vielleicht missverständlich. Was meine ich damit? Extremer vermeiden meine ich, dass es wichtig ist, alle Bereiche der Gesundheit immer möglichst gut ausgeglichen zu halten. Was sind die vier Bereiche? Vier Bereiche ist auf der einen Seite Training, da haben wir schon darüber gesprochen. Ich muss natürlich einmal den Körper trainieren. Ich brauche Bewegung, ich brauche, ob das jetzt Muskelaufbautraining ist, ob das jetzt Ausdauer, ob das kardiovaskuläres Training ist und so weiter. Punkt Nummer eins. Dann habe ich natürlich auf der zweiten Seite die Ernährung. Auch dieses Thema haben wir da auf dieser Spalte schon durchgesprochen. Muss natürlich den Körper ausreichend Nährstoffe zuführen. Dann gibt es noch das Thema Regeneration. Regeneration deshalb, weil wenn ich viel trainiere, dann muss ich natürlich auch entsprechende Trainingspausen einbauen, damit der Körper auch regenerieren kann, damit sich der Körper aufbauen kann, zum Beispiel Muskelaufbau etc. Das heißt, diese drei Punkte sind schon einmal wichtig: Training, Ernährung, Regeneration. Und jetzt ist noch der vierte Punkt, das Thema Mindset. Und für die, die bei Rock TV schon länger mit dabei sind, die wissen, dass diese vier Bereiche, dass ich die immer wieder erzähle, denn das sind im Grunde die vier Säulen der Gesundheit, die vier Säulen eines leistungsfähigen Körpers, die vier Säulen, dass es uns langfristig gut geht. So, und dieser dritte Punkt, extremer vermeiden, heißt jetzt in Wahrheit der, wenn ich jetzt in einer dieser vier Säulen ein Extrem lebe, beispielsweise, ich kümmere mich jetzt nur mehr um die Ernährung, wo alles perfekt passt, aber ich kümmere mich nicht ums Training oder um die Regeneration, beziehungsweise nicht um mein Mindset, weil das ganze Ernährungsthema mich so stresst im Alltag, neben Familie, neben Beruf, naja, dann wird diese Säule riesenstark und die anderen Säulen vernachlässige. Sprich, ich habe ein Ernährungsextrem. Es kann aber genauso gut auch sein, ein Trainingsextrem, wenn ich 7, 8, 9, 10 Mal pro Woche trainiere.
Ich hatte vor kurzem eine Dame, die bei 12 Mal pro Woche Training lag. 12 Mal pro Woche. Das ist fast jeden Tag 2 Mal. So, das heißt, die hat diese Trainingssäule extrem groß gehabt, hat natürlich ein massives Problem mit der Regeneration und hatte auch ein Problem mit dem Mindset, weil sie einfach extrem unter Stress stand, weil sie ja so viel trainiert hat. Und sie hat noch mehr trainiert und die ist aber nicht besser geworden. Ja klar, weil der Körper keine Regeneration gehabt hat. Und bei der Ernährung hat sie zusätzlich noch mit einem Intermittent Fasting gearbeitet. Sprich, der Körper hat noch einen Stressor mehr gehabt. Das heißt, ihr seht, man kann im Grunde diese 4 Säulen einmal mehr, einmal weniger ausprägen. Und das Wichtigste ist, und das ist wie gesagt das abschließende Learning, das diese beiden Dinge betrifft, das ist das Thema extremer Vermeiden. Es bringt nichts, wenn man eine dieser Säulen riesengroß und stark macht, aber dann alle anderen Säulen vernachlässigt. Das wird nicht funktionieren. Ich vergleiche das immer mit einem Haus, das auf vier Stelzen gebaut ist. 1, 2, 3, 4. Und wenn eine dieser Stelzen 10 Meter hoch ist und die anderen sind nur 2 Meter hoch, was wird passieren? Das Haus wird umkippen. Oder wenn nur eine Säule ganz stark ist, aber drei ganz schwach, auch dann wird das Haus instabil sein. Das heißt, die Aufgabe ist es im Grunde, wenn man sich im Training weiterentwickeln will, dass man einen Ausgleich zwischen die 4 Bereichen findet, die für einen persönlich passen. Das heißt, meine Säulen werden anders ausschauen als die Säulen von der Angelina beispielsweise. Meine Säulen werden anders ausschauen als die vom André. Das heißt aber nicht, dass meine besser oder schlechter sind, sondern die werden einfach anders ausschauen, weil ich andere körperliche Voraussetzungen habe, weil ich einen anderen Trainingsstil habe, weil ich andere körperliche bzw. sportliche Ziele habe. Und dementsprechend richten sich dann genau diese 4 Säulen aus. Und das ist eine Erkenntnis, die in Wahrheit so wichtig ist, dass man einfach regelmäßig wieder reflektiert. Da sind wir wieder bei diesem Punkt da, stetige Weiterentwicklung. Und ich mache das bei mir immer so, dass ich regelmäßig einfach einmal 2 Schritte, gedanklich zumindest, zurückgehe und mir das große Ganze bei mir anschaue. Sprich, wie schaut mein Training aus? Wie schaut das Thema Ernährung aus? Wie schaut das Thema Regeneration und Mindset aus? Und dann merke ich relativ schnell, okay, habe ich vielleicht einer Säule zu viel Fokus gewidmet, habe ich deswegen vielleicht eine andere Säule vernachlässigt. Und damit schaffe ich es immer wieder, dieses dynamische Gleichgewicht zu halten. Das wird sich auch verändern, das wird sich auch im Leben verändern. Wenn sich die sportlichen Ziele verändern, verändert sich das vielleicht auch. Oder wenn es vielleicht einmal einen Familienzuwachs gibt, kann sich das auch wieder verändern. Und so weiter. Das heißt, auch die Lebensumstände, die spielen da natürlich rein. Das heißt, der Ausgleich der 4 Säulen heute muss nicht der Ausgleich der 4 Säulen morgen sein. Ich hoffe, das ist verständlich. So, der André schreibt, die 4 Säulen sollten alle gleich lang sein, gell? Ungleichgewicht bei den 4 Säulen ist wie ein Tisch mit 4 unterschiedlich langen Beinen, der wird gescheit wackeln, wäre unbrauchbar. Genau, ich habe das Beispiel mit dem Haus getroffen, der André mit dem Tisch, danke für deinen Input. Genau so ist es. Sie sollten gleich lang sein, ja, für die persönliche Befindlichkeit. Wie gesagt, die Voraussetzungen sind eben unterschiedlich, aber im Wesentlichen hast du recht. Vielen Dank für deinen Input, André. So, und das war im Grunde die dritte Erkenntnis. In Summe 2, 4, und das zählt doppelt, das heißt 6 Learnings aus dem letzten Jahr. Und ich hoffe, damit sind wir am Ende des ersten diesjährigen RockTV-Sendung angekommen. Ich hoffe, damit habe ich einen Mehrwert für euch geschaffen. Ich hoffe, da war was Hilfreiches dabei. Ja, und ich freue mich jetzt über euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Lasst mal ein Herzchen, ein Like, ein Wow da. Das ist im Grunde die Währung, mit der wir auf Facebook bezahlen. Und damit können wir im Grunde diese Inputs weiter hinaustragen. Und mein Wunsch ist es, dass man genau mit so einem relativ einfachen Mehrwert trotzdem sich viele Fehler sparen kann. Fehler, die ich selber gemacht habe, die kann man mit diesen Fehlern da auf alle Fälle vermeiden. Und mit eurem Kommentar, mit eurem Like, euren Herzchen, ihr könnt auch gerne Leute einladen, können wir diese Botschaften weiter verbreiten. Und ja, mein Herzensprojekt könnt ihr dann gemeinsam mittragen. Ich bedanke mich für alle, die da heute fleißig mitdiskutiert haben. Ja, und für die, die sich das Ganze in der Folge, in der Aufzeichnung anschauen, ihr könnt es nicht mitdiskutieren, aber ihr könnt es mir wie gehabt eure Nachrichten dann zukommen lassen, euer Feedback. Darauf freue ich mich. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen richtig feinen Sonntag. Lasst mir noch euer Feedback da unten drinnen da und für morgen einen richtig guten Start in die neue Woche. Ciao, ciao.